Ich glaube, der ist intelligenter, als er wirkt. Der Dämon scheint schwer beschäftigt zu sein. Vermutlich muss er Tag und Nacht schuften, um das Spiel am Laufen zu halten. Ja, unterbrech ihn doch. Es sieht nicht so aus, als mache er viele Fehler. Wenn die Spieler aufgrund technischer Probleme das Spiel beenden sollen, muss ich wohl etwas nachhelfen. Nein, 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 nein. Ach, weil sich der Affe bewegt hat. Weil sich der Affe bewegt hat. O Dämon, höre. Man nennt mich Wilbur Wetterquarz. Wie zu erwarten war, verstehe ich kein Wort. Okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Ein kleines schwarzes Gefäß könnte ein Tintenfässchen sein. Der Dämon könnte es bemerken, wenn ich sein Tintenfässchen nehme und furchtbare Rache üben. Ja. Der Dämon könnte es bemerken. Mensch. Du bist aber auch ein bisschen feige. Im Schrank sind eine Menge Karteikarten. Auf jeder Karte gibt es eine kleine Tabelle und ein Bild. Die Karten sind alphabetisch sortiert. Mal sehen. Seltene Gießkanne, Fassungsvermögen 5 Liter. Mit Geranien benutzen, erhöht die Lebensdauer von Topfpflanzen um 2. Epischer Schnellhefter, bietet Platz für bis zu 16 Formulare. Strumpfhalter der Rutschsicherheit, verhindert das Herunterrutschen von Socken. Auf den Karteikarten scheinen alle Gegenstände aus dem Spiel beschrieben zu sein. Dann wollen wir mal den Dämon ärgern. Ja, 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 komm, 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 komm. Hui, der Dämon ist verdammt schnell. Er muss über unglaubliche intellektuelle Fähigkeiten verfügen. Und anscheinend reicht ein Affe aus, um Rollenspieler zu begnügen. Ich verstehe. Der Papierkorb steht genau unter dem Schlitz in der Maschine. Seltsam. Eine ziemlich wackelige Holzkonstruktion, der Stuhl von Server. Ach, der Affe heißt Server. Sehr gut. Okay, also ich glaube, wenn wir das hier jetzt nochmal vertauschen, wird uns das nicht viel bringen. Auf ein neues. Der Affe müsste es doch jetzt gesehen haben. Aber ich kann... Ja, ah. Wenn ich den Stuhl einfach wegnehme, wird der Dämon es sofort sehen. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Okay, ist gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach, ist gar nicht so einfach. Was haben wir hier? Du sollst dir das angucken. Für Safe Games. Sehr gut. Sorry, der musste sein. Also, okay. Nochmal bitte. Der Safe ist abgeschlossen und ich kann ihn mit Sicherheit nicht knacken. Ach so, wir haben auch außer dem Ring nichts weiter im Inventar. So, okay, wir versuchen vielleicht mal ans Tintenfass zu kommen. Auf ein neues. Vielleicht macht das ja Sinn. Das dürfte er jetzt nicht mitbekommen. Ich meine, ein paar Sekunden braucht er ja schon, die Akten hier neu zu ordnen. Ja, komm. Der Dämon könnte es bemerken, wenn ich sein Tintenfässchen... Ah, du bist aber auch ein Weichei, also wirklich. Und den Stuhl nimmst du auch nicht weg. Gut. Das ist... äußerst mager, dein Engagement, mein Guter. Was haben wir hier? Also nee, das war das Tintenfässchen. Da hinten haben wir noch einen Stuhl. Der Stuhl sieht genauso aus wie der Stuhl, auf dem der Dämon sitzt. Ich schätze, es ist ein Ersatzstuhl. Der Stuhl sieht... Oh, wirklich einem Zweck dient der Schuh ja dann nicht. Okay, also die Frage ist, wie kriegen wir den Affen abgelenkt? Das ist wirklich so eine gute Frage. Ich meine, es ist ein Affe, Banane. Bananen sind so das Erste an, was ich denke bei einem Affen. In solchen Gläsern macht Mama zu Hause Apfelmus ein. Allerdings sind unsere kleiner. So, ich könnte das... Ein Einmachglas. Das erschließt sich mir natürlich jetzt noch nicht, für was das Einmachglas da ist. Im Regal stehen angestaubte Flaschen und Krüge. Einige sind noch halb voll. Vielleicht mussten die Besitzer die Stadt überhastet verlassen. Ja, wahrscheinlich. Die Geschichte hat man dir schon erklärt. Wilbur Wetterquarz. Hörst wieder mal nicht zu.
Okay, der hat doch irgendwas gesagt von einem Krämerstand hier. Was soll der denn sein hier? Ein ziemlich dreckiger Abfluss. Dort unten dürfte die Kanalisation sein. Ja, wahrscheinlich. Ach hier, das könnte Krämerladen sein. Die Tür ist verriegelt. Der Zaubererlehrer sitzt immer noch im Gasthaus und spielt dieses seltsame Spiel. Genau, und den muss ich ja erstmal rauslocken, wenn das Spiel zu Ende ist. Das muss der letzte Marktstand sein, von dem der Krämer erzählt hat. Solange der Krämer dieses seltsame Spiel spielt, wird hier nichts mehr verkauft werden. Okay, also das... Das muss der letzte... Ja, solange der... ich hätte mir ja Sachen wegnehmen können, aber es funktioniert offensichtlich auch nicht. Raus? Ganz raus? Nee, das habe ich auch für ein Gerücht, oder? Ich probier's mal. Vielleicht ist ja hier draußen noch irgendetwas, was ich mir aneignen könnte. Sumpf des Todes. Lieber nicht. Klingt irgendwie ungesund. Sag das nicht, das klingt nach Bananen und Spaß. Auwiesen steht da. Keine Ahnung, was es da gibt. Okay. Den Kanickel halte ich für auffällig. Der muss doch für irgendwas gut sein, oder? Oh, ein Hoppelhasen-Flauschi-Bauschi-Bunny. Ganz weiß und weich und herzallerliebst. Ich möchte es knuddeln und wuddeln und... Es ist ein Kaninchen. Ein weißes. Komm hier, ihr Kleiner. Komm. Keine Chance. Es lässt sich nicht so einfach einfangen. Aber ich wüsste auch sowieso nicht, was ich mit dem Kaninchen anfangen sollte. Ich meine, außer es ganz doll lieb haben. Fange ich denn ein Kaninchen? Ich weiß, wo eine Möhre ist. Aber da sind wir gerade nicht. Um Seefels wurde in den letzten Jahren mehrere Male hart gekämpft. Die Stadt scheint einiges abgekriegt zu haben. Jo, dann würde ich sagen, wir beschäftigen uns einfach in der nächsten Session wieder mit der Lösung dieses Problems. Oder? Nee, oh komm, nee. Ein bisschen machen wir noch. Doch, ein paar Minuten kriegt man noch hin. Okay, also hier draußen sehe ich erstmal nichts. Hier hinten geht's auch nicht weiter. Da komme ich nur durch. Alles, was hier ist, ist Stadttor. Ne, das ist scheiße. So, jetzt ist der Marktstand des Krämers. Das bringt mir auch nicht sehr viel. Einige Boxen und Schachteln. Sie sind alle leer. Boah. Die Umzugsunternehmen müssen sich eine goldene Nase verdient haben, als die Stadt aufgegeben wurde. Dabei verdienen sie sowieso schon nicht schlecht. Sie sind fest in Goblin-Hand und niemand verhandelt mit denen gerne über ihre Preise. Oh. Okay, also das bringt uns auch nichts. Hier unten ist auch nichts anwählbar. Mist. Die Frage ist, wie kriegen wir jetzt diesen Affen umgestimmt? Was haben wir hier? Der Karren ist schon ganz eingewachsen. Er wurde schon seit Monaten nicht mehr bewegt. Da liegt ein Sack auf dem Wagen. Dem Geruch nach zu urteilen, dürfte er mit vergammeltem Getreide gefüllt sein. Das kann ich nicht gebrauchen. Ja, nicht wirklich, ne? Oh, Mann. Hier oben geht's aber schon zum Stadttor. Ist die Frage, was ich mir sehe? Okay, das war nur das Schild? Dieser Bar? Ein mächtiger Zweiender. Ja, genau. Vielleicht hat der Eberkopf diesem Gasthaus seinen Namen gegeben. Eventuell. Von Butterbier über Kürbissaft bis Feuerwhisky gibt es hier alles. Aber ich brauche davon nichts. Ist ärgerlich. Ich meine, es ist schon mal schön, dass Sachen, die abgearbeitet wurden in dem Spiel, auch nicht mehr erscheinen. Das vermeidet übertriebenes Geklicke auf bereits abgearbeitete Sachen. Mit dieser Maschine spielen die beiden dieses seltsame Rollenspiel. Meine Verwandtschaft hätte ihre reine Freude daran. Hier hinten haben wir auch nichts mehr. Wir können maximal nur noch in den Serverraum gehen. Hier ist nichts mehr. Ich habe aber ein Einmachglas. Inwiefern sollte mir das Einmachglas jetzt bei dem Affen helfen?
Der Stuhl sieht genauso aus wie der Stuhl, auf dem der Dämon sitzt. Ich schätze, es ist ein Ersatzstuhl. Er hampelt ziemlich auf dem Stuhl herum. Kein Wunder, dass es bei der Beanspruchung einen Ersatzstuhl gibt. Das Sintenfässchen kann ich nicht nehmen. Da hat er zu viel Schiss. Der Papierkorb ist leer. Papierkorb ist auch nichts. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass die Lösung des Problems tatsächlich hier in diesem Raum liegt. Online steht da, was immer das heißen mag. Ich traue dieser ganzen Technik nicht. Für mich ist das alles Magie ohne Magie. Die Aktenschränke sind auch nicht anwählbar. Es ist echt zum Mäusemelken. Stuhl, ist klar. Hier hinten kann ich nichts anwählen. Wozu das Einmachglas da ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Auf ein neues. Wenn ich den Stuhl einfach wegnehme, wird der... Ich kann ihn... Der Dämon sortiert wie ein... Ich kann das Glas gar nicht anwählen. Kann ich den Ring anwählen? Macht das Sinn? Nee, das macht keinen Sinn. Kann ich den Ring mit mir nutzen? Vielleicht werde ich da unsichtbar. Nee. Das wäre da ein bisschen zu sehr Herr-der-Ringe-lastig. Okay, das habe ich verstanden. Ich kann doch... Jetzt kann ich das Glas auf einmal anwählen, aber ich krieg's mit dem Tintenfass nicht hin. Alter. Ja, guck mich nicht so an hier. Ich weiß es doch nicht besser. Ich weiß es doch nicht. Auf ein neues. Vorhin haben wir uns noch gelobt, dass wir immer so gut durchkommen. Dass das Spiel zu einfach ist oder wir zu gut und jetzt diese Scheiße. So. Nee. Ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht. Was? Also das waren die Karteien. Schau in den Papierkorb, aber der Papierkorb ist doch leer. Der Papierkorb ist leer. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Papierkorb unweigerlich damit zu tun hat. Kann man das hier irgendwo rüberziehen? Nee, ne? Der Papierkorb ist leer. Das ist sehr eigenartig. Der Ersatzstuhl da hinten, das bringt mir nichts. Der Dämon arbeitet immer noch wie von Sinnen. Dunkle Mächte treiben ihn an. Wir werden wohl mit den anderen nochmal reden müssen. Entschuldigung? Und dieser Apparat, was macht der? Na was schon? Wir machen unsere Eingaben und das Gerät zeigt uns, was alle anderen tun. Es speichert unsere Ausrüstung und steuert die Figuren, die nicht von anderen Spielern gesteuert werden. Und wie funktioniert das? Keine Ahnung. Das Ding ist irgendwie mit einem Server verbunden und der sorgt dafür, dass es läuft. Und Sie unterbrechen das Spiel nie? Manchmal gibt es technische Probleme, dann können wir natürlich nicht spielen. Das ist das Einzige, was mir regelmäßig den Spaß verdirbt, seit ich eine Lösung fürs Toilettenproblem gefunden habe. Aber zurzeit läuft alles, wie es soll? Ja, zum Glück. Ungetrübtes Spielvergnügen voraus. Und Sie unterbrechen das Spiel nie? Manchmal gibt es technische... Das Einzige, was jetzt wiederholen Sie sich, das brauchen wir also nicht. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß in... wo auch immer. Also, das Spiel ist so ziemlich das Albernste, wovon ich jemals gehört habe. Warum sollte man aus seiner eigenen Welt in eine Fantasiewelt flüchten, um dort sinnlose Aufgaben zu erfüllen?
Oh, diese Frage, die können wir an der Stelle auch nicht hinreichend beantworten.